US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin zogen ein positives Fazit aus ihrem Gespräch in Helsinki. Unsere Beziehung war nie so schlecht, wie sie aktuell ist, aber das hat sich vor 4 Stunden geändert. Daran glaube ich fest. Laut den Ausführungen auf der gemeinsamen Pressekonferenz scheinen die Regierungschefs kaum ein aktuelles Problem ausgelassen zu haben. Über das Atomabkommen mit dem Iran, die Krim-Krise, die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2, Nordkorea und Syrien habe man gesprochen. Um effektiv in Syrien zusammenzuarbeiten, sind alle Bedingungen gegeben. Auch die Frage danach, ob sich Russland in den US-Wahlkampf 2016 eingemischt habe oder nicht, wurde ausführlich gesprochen. Beide stritten geheime Absprachen oder eine Einmischung aus Russland vehement ab. Ich denke, die Untersuchungen dazu sind ein Desaster für unser Land und sie hat uns voneinander ferngehalten. Es gab keinerlei geheime Absprachen, das wissen alle. Für die Lösung vieler aktueller Probleme gelte, so scheint der Tenor des Treffens, gemeinsame Interessen entschieden und in engerem Dialog zu verfolgen.